Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach wochenlangem Tauziehen ist ein weiteres Griechenland-Hilfspaket ausgehandelt. Die Regierung in Athen meldete, sie habe sich mit den Geldgebern im Grundsatz verständigt. Dabei geht es um Reformauflagen, die das schwer angeschlagene Mittelmeerland im Gegenzug für Kredite im Umfang von mehr als 80 Milliarden Euro erfüllen soll. Die EU-Kommission sprach von einer Einigung auf Arbeitsebene, die nun noch politisch besiegelt werden müsse. Geschafft. Nicht nur die Grundsatzeinigung, sondern auch die Verhandler. Nach einem Marathon von fast 20 Stunden verlassen Wirtschaftsminister Tsarakis und Finanzminister Tsakalotos heute Morgen um 8:30 das Verhandlungshotel. Da sind noch ein oder zwei Details zu klären, sagt Tsakalotos, aber wir haben das Ziel fast erreicht. Griechenland soll der Vereinbarung zufolge dieses Jahr im Primärhaushalt ein Minus von 0,25% erreichen, nächstes Jahr ein Plus von 0,5% und 2017 dann 1,75% plus. Primärüberschuss, das ist ein Haushaltsüberschuss ohne Schulden und Zinszahlungen. Eine ganze Reihe von Auflagen listet die Zeitung Kathimerini auf, unter anderem Erhöhung der Steuern für Reeder, Abschaffung der Steuervergünstigungen für die Bewohner der Ägäisinseln sowie Landwirte, Privatisierung des Gas- und Strommarktes und stufenweise Abschaffung der Frührente. Maßnahmen, die die Staatsausgaben senken und die Einnahmen erhöhen sollen. Einige Wirtschaftswissenschaftler sind skeptisch. Diese Vereinbarung wird scheitern, denn die Wirtschaft wird endgültig kollabieren. Ich schätze, Ende 2016 wird das Bruttosozialprodukt dann innerhalb von 6 Jahren um 30% gesunken sein. Ein Horror. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schon soll das Parlament über das Paket abstimmen. Die Regierung wird wohl die Vereinbarung durchs Parlament bringen. Wieder einmal mit Hilfe der Opposition, wieder einmal gegen einige Dutzend Abweichler aus den eigenen Reihen. Regierungschef Tsipras dürfte daher Neuwahlen ansteuern. Hinter den Kulissen wird nicht mehr das Ob diskutiert, sondern das Wann. Sehr wahrscheinlich Ende September. Griechenland steht auch vor großen Problemen durch die wachsende Zahl von Flüchtlingen, die über das Mittelmeer kommen. Bevorzugtes Ziel für sie sind die Inseln in der Ägäis vor der türkischen Küste. 124.000 Menschen haben dort nach UN-Angaben dieses Jahr schon Zuflucht gesucht. Die Behörden sehen sich überfordert. Besonders dramatisch ist die Lage auf Kos. Die Ferieninsel mit ihren 30.000 Einwohnern muss zurzeit 7.000 Flüchtlinge versorgen. Nur mit Gummiknüppeln wissen sich griechische Ordnungskräfte offenbar noch zu helfen. Sie sind völlig überfordert vom Ansturm der Flüchtlinge. Etwa 1000 Menschen aus Syrien, dem Irak und nordafrikanischen Bürgerkriegsstaaten sollen auf der Ferieninsel Kos als Flüchtlinge registriert werden. Nach Stunden des Wartens in sengender Hitze kommt es zu Schlägereien, die Nerven liegen blank. Ich kann nicht erkennen, dass wir uns in Europa befinden. Wir sind hier in einem Land der dritten Welt. Es gibt keine Toiletten, kein Wasser und die Leute warten hier seit mehr als 10 Tagen auf Papiere. Mehr als 7000 Menschen seien in den vergangenen Tagen hier gelandet, schätzt der Inselbürgermeister, warnt vor einem möglichen Blutvergießen und fordert Hilfe aus Athen an. Ein wenig besser die Situation auf der Insel Chios. Mehrere hundert Flüchtlinge, zumeist aus Syrien, die über die nahegelegene Türkei gekommen sind, müssen hier unter freiem Himmel kampieren. Freiwillige wie Stamatis Liadakis bringen Hygieneartikel. Es gibt keine Koordination, es gibt hier niemanden, der den Menschen sagt, was für sie als nächstes kommt, was sie essen und wie sie sich schützen können. Alle hoffen darauf, möglichst schnell von der griechischen Verwaltung als Flüchtling registriert zu werden und eine Karte für die Fähre zu ergattern. Eine Überfahrt ins Ungewisse, denn auch auf dem griechischen Festland müssen viele Flüchtlinge in Parks übernachten und sind auf die Hilfe von Freiwilligen angewiesen. In Deutschland rechnet Innenminister de Maizière in diesem Jahr mit weitaus mehr Asylbewerbern als bisher angenommen. Die Zahl werde erheblich höher liegen als die Prognose von 400.000 Erstanträgen, sagte er bei einem Besuch der Bundespolizei im bayerischen Deggendorf. Nach scharfer Kritik der Polizeigewerkschaften an der Arbeitsbelastung an den Grenzen in Süddeutschland versprach de Maizière weitere Unterstützung des Bundes bei der Registrierung der Migranten. Kleine Gesten, um die Stimmung etwas aufzuheitern in der Registrierungsstelle Deggendorf, in der viele Flüchtlinge nach langen Strapazen ankommen. 4.700 allein in der vergangenen Woche.
Der Bundesinnenminister machte sich heute selbst ein Bild, vor allem um die Klagen der Bundespolizei aus erster Hand zu erfahren. Wir arbeiten schon seit langer Zeit an der Grenze der Belastbarkeit. Ich sage es ganz offen, wenn Sie die Kollegen vor einem Jahr gefragt hätten, geht's noch? Sie hätten damals schon eine klare Antwort bekommen. Nein, die Belastbarkeitsgrenze ist nicht nur erreicht, sie ist längst überschritten. Abhilfe soll eine sogenannte Bearbeitungsstraße schaffen, kurzfristig entwickelt, um die Ankommenden möglichst effektiv zu verwalten. Fingerabdrücke, Foto, Angaben zur Herkunft, all das soll pro Flüchtling nicht mehr länger als 1,5 Stunden dauern. Allerdings musste die Bundespolizei dafür aus ganz Deutschland 500 Beamte zusätzlich hinzuziehen. 100 weitere sollen bis Herbst zur Unterstützung dazukommen. Forderungen nach dauerhaft mehr Personal will de Maizière lediglich prüfen, gibt sich aber überzeugt. All das fordert uns heraus. Wir sind gefordert, aber wir sind nicht überfordert. Wir bekommen das hin. Bund, Länder, Landkreise und Kommunen mit all den freiwilligen Helfern. Angesichts der weiter steigenden Flüchtlingszahlen bekräftigte der Bundesinnenminister heute, wer schutzbedürftig sei, dürfe bleiben. Wer nicht, müsse Deutschland aber schnell wieder verlassen. Rund 4,5 Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima hat Japan wieder einen Kernreaktor hochgefahren. Das AKW Sendai war bis zuletzt juristisch umstritten. Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt die Nutzung von Kernkraft ab. Die Regierung hält den Betrieb jedoch für sicher und will auch andere Anlagen wieder in Betrieb nehmen. Bis 2030 soll das Land mehr als 20% seines Energiebedarfs aus der Atomkraft decken. Er beginne nun mit der Arbeit, so der Ingenieur. Dann legt er den Hebel um und löst die Reaktorbremse. Wenig später dann die nüchterne Nachricht. Die Kontrollstäbe wurden entfernt. AKW Sendai heute Morgen, 10.30 Uhr Ortszeit. Japan ist wieder ein Atomkraftland. Nach dem Gau von Fukushima läuft in einem japanischen Kernkraftwerk erstmals wieder eine Kettenreaktion. So wie von Großindustrie und Politik gewünscht. Es gab eine klare Entscheidung für Neustarts. Und auf dieser Grundlage hat das Werk in Sendai den Betrieb wieder aufgenommen. Doch das gegen den Mehrheitswillen der Bevölkerung. An der Spitze der Proteste in Sendai ein alter Bekannter, Naoto Kan. 2011, zur Zeit des Nuklearunglücks, war Kan Regierungschef. Unglücke kann man nicht vorhersagen, deshalb geschehen sie. Und hier wurde nicht alles getan, um sie zu verhindern. Bürger hatten geklagt gegen den Neustart, wegen Gefahren durch Erdbeben, eines aktiven Vulkans in der Nähe und mangelhafter Evakuierungspläne. Vergeblich. Die haben die Messlatte bei Erdbeben und Tsunamis zwar etwas höher gelegt, aber tatsächlich sind die neuen Regeln voller Schlupflöcher. Aus Sicht ihrer Gegner ist die Rückkehr der Atomkraft in Japan ein abgekartetes Spiel der mächtigen Atomlobby aus Politik, Industrie und Kontrollbehörden. Im Kita-Tarifstreit setzt die Gewerkschaft Verdi jetzt auf die Verhandlungen am Donnerstag. Nach den Mitgliedern lehnte heute auch die Bundestarifkommission den Schlichterspruch ab und forderte die Arbeitgeber auf, ihr Angebot zu verbessern. Andernfalls stünden die Zeichen auf Streiks, so Verdi-Chef Bsirske. Der Schlichterspruch sah bis zu 4,5% mehr Geld vor. Verdi hatte ein Plus bis zu 10% gefordert. Der Internetkonzern Google will künftig alle seine Aktivitäten unter dem Dach einer neuen Mutter mit dem Namen Alphabet bündeln. Aus vielen Geschäftsfeldern sollen eigenständige Tochterfirmen werden. Google ist schon seit längerem neben dem Internet in Branchen wie Medizintechnik, Glasfasertechnologie oder Kapitalinvestment aktiv. An der New Yorker Börse legte die Google-Aktie zum Start um rund 5% zu. Eine Drohne fliegt über viele Kilometer, um ein Päckchen punktgenau abzugeben. So stellt man sich in Googles Firmenvideo den Lieferdienst der Zukunft vor. Bei Google geht es längst nicht mehr nur um Suchmaschinen. Die einstige Internetfirma ist ein komplexer und unübersichtlicher Konzern geworden und baut deshalb komplett um. Die Nachricht verkündet der Firmenchef natürlich online. Unter der Überschrift G steht für Google. Man gründe gerade eine neue Firma, steht da, die nenne man Alphabet. Sie sei der neue Mutterkonzern. Im Silicon Valley ist das eine Sensation. Das mächtige Google speckt ab, macht seine vielen unterschiedlichen Konzernzweige zu eigenständigen Firmen und fasst sie zusammen unter dem Dach von Alphabet. Alles bleibt in denselben Händen, wird aber umorganisiert.
Bei Alphabet ist Google nur noch eine Firma unter vielen, wenn auch die wichtigste. Zu Google gehören weiterhin die Geldbringer. Neben der Suchmaschine sind das Videoportal YouTube und das Smartphone-System Android. Auch die Apps und der Kartendienst Google Maps. Ausgelagert wird alles, was Geld kostet, wie Calico, die Medizinsparte, die zu Alzheimer forscht. Oder Ventures, das Geld an Startups verleiht. Und Google X, die Erfinderabteilung. Nicht nur mit Lieferdrohnen wird dort experimentiert, sondern auch mit Computerbrillen. Oder mit selbstfahrenden Autos. Konzernchef Page stellt auch den hausinternen Umbau als typische Google-Idee dar. Wir wollen immer noch Dinge tun, über die andere Leute sagen, sie seien verrückt. Aber wir sind super begeistert davon. So verrückt, sagen Branchenkenner, sei das alles nicht, sondern eher Überlebensstrategie. Denn das alte Google wäre bald an seine Grenzen gestoßen. Google war längst zu groß geworden und zu verzweigt. Wenn man daraus eigenständige Firmen macht, in einem Konzern mit Google als Flaggschiff, dann hat das unternehmerisch viel mehr Sinn. Bei der Namenswahl haben die Firmenchefs offenbar nicht rechtzeitig gegoogelt. Der Name Alphabet war im Internet schon vergeben. Die neue Adresse heißt deshalb abc.xyz. Hintergründe und Analysen zum Konzernumbau bei Google finden Sie auf tagesschau.de. Der Leichtathletik-Weltverband hat 28 Sportler wegen dopingverdächtiger Werte vorläufig von Wettkämpfen ausgeschlossen. Die Sportler seien bei Nachtests von Dopingproben der Weltmeisterschaften 2005 und 2007 aufgefallen, so der Verband. Namen wurden nicht genannt, seien aber keine Sportler darunter, die für die Weltmeisterschaften Ende August in Peking gemeldet wurden. Zuletzt hatte eine ARD-Dokumentation über Auffälligkeiten bei Bluttests von rund 5000 Läufern weltweit berichtet. Die Vorfälle um einen von Rechtsextremen dominierten Fußballverein in Sachsen-Anhalt sollen Konsequenzen haben. Der Landesfußballverband beantragte heute, den FC Ostelbien Dornburg aus dem Landessportbund auszuschließen. Nur so könnte der Kreisligist vom Spielbetrieb ausgeschlossen werden. Die meisten Spieler gehören laut Verfassungsschutz zur rechtsextremen Szene. Immer wieder haben sie Schiedsrichter und Teams angegriffen. Mannschaften weigern sich, überhaupt noch gegen den FC anzutreten. Liebe, Romantik und große Gefühle. Damit schrieb sie sich in die Herzen vor allem der Leserinnen, Uta Danella. Wie jetzt bekannt wurde, starb die Autorin bereits Anfang Juli mit 95 Jahren in München. Danella verfasste mehr als 40 Romane und verkaufte über 70 Millionen Bücher. Zu ihrem Erfolgsrezept sagte sie einmal, die Psychologie muss stimmen. Sie war die Königin der leichten Liebesliteratur und gehörte zu Deutschlands erfolgreichsten Schriftstellern. Vor fast 60 Jahren erschien ihr erstes Buch, Alle Sterne vom Himmel. Seitdem schrieb sie insgesamt 43 Romane und stürmte die Bestsellerlisten mit dem immer gleichen Erzählmotiv. Zwei Frauen kämpfen um einen Mann, die eine edel, die andere intrigant, das Ganze auf mehreren hundert Seiten. Viele dieser Werke wurden dann verfilmt. In ihrem eigenen Leben glaubte Uta Danella aber nicht an die große Liebe, über die sie immer schrieb, und gab zu, ihren Ehemann auch schon mal betrogen zu haben. Ich war ja immer etwas freizügig, das war auch in dem ersten Buch so, was ich dann so kürzen musste. Da hatte meine Heldin furchtbar viele Liebhaber, die sind ja alle dann auf der Strecke geblieben. Geboren wurde Uta Danella in Leipzig. Aufgewachsen ist sie in Berlin und zog nach dem Krieg nach München, wo sie bereits Anfang Juli starb und im engsten Familienkreis beigesetzt wurde. Begeistern konnte sich Uta Danella neben der Oper und dem Theater für Pferde, Hunde und die Insel Sylt. Bücher habe sie weniger gelesen, sagte sie einmal. Die schreibe sie sich lieber selbst. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 12. August. Unter Hochdruckeinfluss ist es morgen meist trocken, im Süden oft auch sonnig, über dem Norden entlang einer Luftmassengrenze allerdings viele Wolken. Zu Beginn der Nacht gibt's einzelne, zum Teil kräftige Schauer oder Gewitter, im Norden und Westen dabei wolkig, sonst vielerorts klar. Am Tag mal mehr, mal weniger Wolken und einzelne Schauer, Richtung Süden oft sonnig, vor allem im Bergland später Hitzegewitter. Heute Nacht 12 Grad am Alpenrand bis 20 in der Lausitz. Morgen an der See um 20, in Niederbayern bis 35 Grad. Am Donnerstag oft sonnig, gegen Abend im Westen und Südwesten teilweise heftige Gewitter. Die breiten sich am Freitag aus, dabei Unwettergefahr. Am Samstag teils sonnig, teils wolkig, hier und da Schauer, im Osten auch Gewitter.
Karin Mioska meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Ohne Herberge, Flüchtlinge in Berlin und Fußballverband gegen Kreisligaverein. Kampfansage an Rechtsradikalismus und Brutalität. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.